Ja, also wenn ich Bundespräsidentin wäre, dann würde ich auf jeden Fall fordern, dass die Gleichberechtigung wirklich nicht nur von Gesetze da ist, sondern dass sie ja wirklich gelebt wird, sei es jetzt über Frauenquoten oder allgemein, dass die Leute mal in der Schule auch schon anfangen, wird sie selbst sensibilisieren. Dass das Schulsystem reformiert wird, dass wir allein wir Schüler und Schülerinnen mehr Kompetenzen zugesprochen bekommen, dass wir auch sagen können, was wir wirklich wollen, in die Entscheidungsgremien mit einbezogen werden. Denn wenn wir heute an der Bildung sparen und nicht einbezogen werden, haben wir später schlechte Politiker und Politikerinnen.